Und damit, guten Tag Leute, Leo hier, weiter geht's mit Arkham Knight. Wir müssen die Leute wegbringen, beziehungsweise die Geiseln, und dann können wir zu Scarecrow. Warum mich diese getriebenen Flüchtlinge haben? Das weißt du nicht, oder? Und es macht... Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle! Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jin. Die Miliz ist überall im Kopf. Was willst du? Oracle, ich brauche einen Weg zu Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt. Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren. Tja, was er damit wohl meint. Erstmal werden wir die Winde einsetzen. Sehr schön, da kommen wir nämlich auch... Verdammt, der hätte ich einfach so hoch gekonnt. Ja, egal. Egal. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt ein bisschen improvisiert und jetzt raus hier. Könntest du bitte dich da... Nicht? Hast du nicht so Bock rundherum? Ja gut, dann müssen wir uns da reinschießen aus irgendwelchen Gründen. Er will sich da nicht hochhaken. Frag mich nicht, wieso wir das jetzt so machen. Halleluja, Mann, diese Steuerung. Beziehungsweise dieses Spiel, das backt da dann manchmal rum. Mann, ich hoffe, das passiert nicht mehr so oft. Als ich das Spiel das erste Mal nämlich durch... Oh, hallo. Ah, ich verstehe. Haha, Leute, ich verstehe. Wir müssen das Batmobil hier reinkriegen. Deswegen war das wahrscheinlich auch nicht so die geilste Sache, hier reinzuspringen. Deswegen müssen wir hier nochmal den Kran betätigen. Ja, um es eben zu sagen, während die... Ist das Einsatzteam bereit? Ich bin jetzt bei. Das ist ein wichtiger Teil meines Plans. Enttäusche mich also nicht. Ich enttäusche niemals. Was denkst du, was sie vorhaben? Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren. Dann kümmere ich mich um den Knight. Ja. Was ich noch eben sagen wollte, ist, ich hatte extrem viel Glück. Also wirklich extrem viel Glück im Sinne von, als das Spiel gelauncht ist, dann war das ja eine Katastrophe, verbuggt wie sonst was. Einige dieser Bugs seht ihr auch jetzt noch. Kannst du bitte funktionieren? Halleluja. Und ich hatte wirklich extrem viel Glück, aber jetzt gerade hittet es ganz schön. Ich hoffe, das bleibt nicht so lange vorhanden. So, das sollte eigentlich reichen. Raus da. Da sollten wir jetzt eigentlich mit dem Batmobil rüberkommen. Nämlich, da waren ja Drohnen drin. Und wenn wir die Drohnen versuchen zu facen, dann kriegen wir richtig krank aufs Maul. Deswegen haben wir uns jetzt hier eine Rampe gemacht. Meine Güte, muss das Ding beständig sein. Immer schön gegen die Wände zu knallen. Kommen wir nicht weiter. Drauf geschissen. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Oh. Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Ja, das ist richtig. So, jetzt warten wir eben, bis das Ding hier am Start ist. Dann können wir auch einen guten Angst-Takedown machen. Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur eine... Gut. Halleluja. Ja, easy. Nie angeschossen. Das ist auch ein Bonus. Dann, da links seht ihr immer solche Boni, die man bekommt. Das ist ganz interessant mal zu lesen. Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer, die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. So, genau, einfach mal, keine Ahnung, ob es funktioniert, aber einfach mal rausreißen. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Dann an alle Einheiten! Geht gerne das zu evakuieren! Ich wiederhole, dieses gelände Evakuierungsbefehl! Wer zu uns bleibt, stirbt einen Schlüssel!
Ich habe gerade erfahren, dass Phase 1 abgeschlossen ist. Okay, Leute, das wird gut, das wird gut. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen präparieren. Wir haben nämlich, ich suche sie gerade, die Rauchbombe, genau. Mit dieser Rauchbombe, das, ja, die Rauchbombe ist das, was die Rauchbombe eben macht. Sie raucht alles zu und Rauchen ist nicht gesund, deswegen würde ich einfach sagen. Tja, ich würde sagen, das mit keiner Gnade, das wird nichts, weil ich kann das Spiel zu gut. Frag mich übrigens nicht, wie das mit der No-Kill-Rule funktioniert und den ganzen Elektrik-Zeugs. Wir gehen einfach davon aus, dass die Spannung bzw. die Elektrik schwach genug ist, als dass es eben Probleme gibt. Und ich muss jetzt mal eben ein bisschen die Fresse halten. Ich will diesen Free-Flow hier perfektionieren und dabei kann ich nicht so viel reden. Also das läuft ja richtig gut, also. Oh, nice. Leute, auf die Fresse. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammerkapazität laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. An alle verbleibenden Einheiten, treffen auf dem Aufmarschplatz der westlichen Insel sofort! Ja, ich habe gerade leider keinen perfekten Freeflow gehabt, aber gottverdammte Scheiße haben wir geowned, Alter. So muss das sein. Das finde ich auch so absolut grandios an diesem Kampfsystem in Batman. Es ist einfach so geil, die Leute zu verprügeln. Das gibt es nicht. Wir fahren auch nur ein paar Zentimeter weiter, damit wir vom nächsten Hindernis aufgehalten werden, ne? Oh. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Einen Moment. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln wird. Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Das ist vollkommen richtig. Wir haben Scarecrow gefunden, was super ist. Wir müssen jetzt aber zusehen, dass wir hier auch lebend rauskommen, denn ein Gotham ohne Retter, klappt nicht so gut. Der Gegner kommt. So, genau, einfach mal seinen Kopfnuss in die Eier, das. Ja, gut. Will ich mal nichts zu sagen. Was klappt, das klappt. So, wir müssen jetzt nach da unten, da ist nämlich ein Geschütz und Geschütze, die sind nervig. Aha. Scheiße, hätten wir jetzt Angst, Takedown, könnten wir das machen. Was dein Retter mir angetan hat. So, wir machen jetzt eben das Geschütz kaputt, denn ich habe keine Lust davon, überrascht zu werden. Und jetzt warten wir eben auf den. Explosionsradius bei 31 Meilen und ansteigen. Passt. Sehr schön. Und damit können wir nun endlich Scarecrow
gegenübertreten. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen, was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Auf unser Wiedersehen habe ich mich schon gefreut. Was euch aber garantiert nicht freuen wird, ist, dass das hier das Ende des Parts sein wird. Und dementsprechend würde ich sagen, wir werden Scarecrow facen, aber das im nächsten Part. Bis dahin bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin raus. Haut rein.